Ein herzliches Willkommen hier auf der Festivalbühne bei meinherzblatt.at. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen, Sie sehen ja, keine geringere wie die Künstlerin, die Sängerin, die Schauspielerin, die Komödiantin im Endeffekt en nature, Tini Kainrath. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, hier vorbeizukommen. Ich freue mich. Und also ganz ehrlich, ich bin jetzt erstmal irgendwie ganz baff und muss dir ein großes Kompliment machen. I like what you wear. Thank you, I made it myself. Also übers Wochenende, wenn ihr fahrt, ach, ist, ja, dann macht die Kini Kleidchen genäht. Die Kini auch kleine Workshops. Ja, Perlentaucherin bist du auch? Nein, die Kette habe ich gekauft. Aber falls jemand sein eigenes Hochzeitskleid nähen will, ich kann das schon erklären, wie das geht. Also, wenn Sie, die Tini Kainrath, der Topstar aus ORF und von der Bühne bekannt, sie kann einiges. Multitasking und ich habe hier die zwei neuesten Errungenschaften, die Editionen. Da sind wir wieder beim Thema Outdoor. Also man feiert einfach im Freien die Hochzeit 2021. Man gibt sich unbedingt das Ja-Wort draußen, weil wir dürfen und können. Also sie hat eine CD rausgebracht, die komplett aufgenommen worden ist. Outdoor. Diese. Dankeschön. Im Void. Mach mal auf. Im Void. Ich wollte sie im Void aufnehmen, aber das war dann mit dem Kabel für den Strom zu schwierig. Aber wir haben das dann in einer Burg gemacht mit einem langen Stromkabel und unter Linden. Es war wunderschön. Also the spirit, und das gehört ja auch dazu, the magic, love. Und die Liebe spielt eine ganz, ganz große Rolle, auch bei dir und bei deinen Texten und ja, bei einer CD, die sich Via Rode Rosen nennt. Fantastisch. Was kann man da erwarten? Ja, da geht es hauptsächlich um Liebe. Also ich nehme das nicht vor, aber es passiert dann doch immer wieder, weil das halt ein starkes Gefühl ist, über das viel geschrieben wurde. Und ich habe teilweise übersetzt die Originaltexte auf Wienerisch eben, weil es ist meine Sprache. Und ich versuche auch immer an die Leute, die für dich singe, so nah wie möglich ranzukommen. Und es geht in der eigenen Sprache am besten, finde ich. Und ich finde, die Konzentration ist ja dann auf einmal am höchsten, wenn man feststellt, man kommt aus Österreich, ich bin ein Olla Piefke, und dann tue ich mich wirklich anstrengen, etwas zu verstehen. Und da setze ich dann an und wirklich, nicht, dass ich jetzt irgendwie wirklich, ich bin Romantiker, okay, und sentimental, fange auch an zu weinen. Aber wenn man die CD, diese Lieder hört, dieses Repertoire von der Tini, ganz ehrlich, was gibt es Besseres für deine Traumhochzeit? Tini, wie viele Auftritte, jetzt muss ich irgendwie statistisch werden, also etwas Pragmatisches, wie viele Hochzeitfeiern hast du eigentlich schon hinter dir? Boah, das weiß ich wirklich, das kann ich nicht sagen. Also ich habe schon viele Hochzeiten gesungen. Ich mache das auch total nüchtern. Gerne. Ja, anfangs nüchtern und später immer weniger, aber das passt gut zum Publikum, meistens sind die auch so drauf. Am liebsten singe ich Trauungen, weil da muss ich selber auch immer mitweinen vor lauter Rührung. Das ist ganz schlimm bei mir. Und also wirklich, das Paar begibt sich zum Standesbeamten. Genau, und oder in der Kirche oder so. Da habe ich schon ganz, ganz viele gesungen. Bist du religiös? Das ist eine interessante Frage. Wenn Religion der Ursprung ist, dann bin ich quasi nicht religiös, weil ich gehöre keiner Religionsgemeinschaft an. Aber ich bin gläubig. Genau, also das spirituell, schon. Es gibt irgendetwas Unerklärbares. Ist eigentlich wie ein Hit. Ja, oder? Man erklärt sich es aber dann doch immer wieder. Es ist ganz schwer, unerklärbar anzuerkennen. Ich habe schon Erklärungen, nur wahrscheinlich ergeben sie nicht viel Sinn. Beziehungsweise, das sind dann auch ganz private Angelegenheiten. Auf jeden Fall. Aber da gibt es auch eine Glaskugel, nein, Blödsinn. Die Tini kann man natürlich auch buchen. Buchen im Sinne von, verstehst du den Text? Und wenn nicht, streng dich an. Und du kannst sie buchen hier auf meinherzblatt.at. Und liebe Tini, was sind eigentlich deine nächsten Programme, also dein nächstes Projekt? Ich habe jetzt im Sommer sehr viele Outdoor-Veranstaltungen. Da sind viele Konzerte dabei, ein paar bei so Kultur beim Winzer heißt die eine Reihe. Dann gibt es einen Klanggarten in einem Hotel in Wien. Und dann gibt es, spiele ich in, dort, wo normalerweise im
Gutenstein Theater gespielt wird, das sich dieses Jahr aber nicht ausgeht, darf ich ein Konzert spielen. Das heißt, und so es weiter. Bedeutet nicht, dass man sich unbedingt ich will sagen muss, sondern man kann es auch so haben. Man kann die Teenie auch genießen, wenn man keine festen Absichten mit hat. Mit einer einfachen Eintrittskarte ist auch viel billiger, als mich für den ganzen Abend zu mieten. Meine Damen und Herren und liebe Teenie, ja. Ich habe mich so gefreut, dass du da warst. Ich habe mich auch gefreut. Und wo kann man dich jetzt eigentlich erreichen? Am besten über meine Homepage www.tinikeinrad.at. Tinikeinrad mit einem langen H am Schluss. Tschüss.